Der Saisonstart ist dem VfL Wolfsburg gelungen. Jedoch kam der Sieg gegen Schalke die Wölfe teuer zu stehen. Kapitän Gila Vurui verletzte sich schwer. Kapitän Joshua Gila Vurui vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich eine schwerwiegende Verletzung im rechten Knie zugezogen. Dem Franzosen droht eine längere Pause. Ob der Mittelfeldspieler operiert werden muss, soll nach einer Untersuchung durch einen Spezialisten zeitnah entschieden werden. Gila Vurui hatte sich diese Blessur beim Bundesliga-Auftakt der Niedersachsen gegen Schalke 4 Uhr morgens vergangenen Samstag 2:1 zugezogen. Der 27-Jährige erhielt in der ersten Halbzeit einen Schlag auf das Knie und wurde nach dem Seitenwechsel durch Yannick Gerhardt ersetzt.